Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Not. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in der 9. Mission angekommen und hatten schon einiges an in Output quasi erledigt. Wir hatten die Sache mit dem, sag schon. Die Sache mit dem Kommando hatten wir ja beim letzten Mal, ne? Und da mussten wir hier oben die Einheiten retten. Und dann haben wir diese Basis hier gefunden, beziehungsweise das Gebäude und das Gebäude. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir uns mal weiter hier auf. So, ich würde nämlich sagen, da wir in dieser Mission zum ersten Mal den Flammenpanzer haben, würde ich sagen, werde ich den auch direkt benutzen. Aber als allererstes muss ich mich hier verteidigen. Definitiv, Leute. So, vor allem hier unten, weil ja, wir haben beim letzten Mal. Hier unten haben wir gesehen, dass da ein Schiff herfährt. Ganz genau, liebe Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir das mal an. Ich würde sagen, ich brauche noch einen Sammler. Ne? So, da sehen wir es, Leute. Fackel der Erleuchtung. Das ist der Flammenpanzer, den wir da gesehen haben. Meine Katzin. So, Leute. Die Kohle reicht natürlich nicht aus für den zweiten Turm. So, da seht ihr das. Da ist ein Schiff. So, und der Luftangriff. Ja, gut. Der macht jetzt nicht so viel Damage, muss ich sagen. Und ja, liebe Leute, dann gehen wir das mal weiter hier an. Hier an diesem vierten Advent. Ich nehme es tatsächlich am vierten Advent auf, das Game. Und ja. So, liebe Leute, dann baue ich den zweiten Turm hier hin, um das Schiff da platt zu machen. Und ja, wie gesagt, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Und wie wir jetzt hier später hier oben, wenn sie die Albasis platt machen, liebe Leute. So. Und ja, dann würde ich sagen, fokussieren wir uns gleich. Was ist das denn? Ah. Okay. Na gut. Radarkarte umstellen war das. So, Leute. Dann reparieren wir die Kacke. So, da kommt jetzt hoffentlich der zweite Sammler. Sehr schön. Und schaut mal hier, Leute. Hammer der Gnade. Artillerien. Leute, wir haben Artillerie. Oh Gott. Oh Gott, ich brauche aber ganz dringend einen Flammenwerferpanzer. Für die Männchen, die da kommen. Ah, scheiße. Scheiße, die machen mich hier kalt, Leute. Bring schneller die Kohle rein, Sammler, Mensch. Ja, der Tone geht drauf, oder? Komm schon, Flammenwerferpanzer, komm. Ja, der Tone geht drauf, komm. Ach, verdammt. Das reicht doch nicht mal, doch, okay. So. So. Einmal Flammenwerferpanzer, so sehen die aus. Und dann hier einmal drauf einfach. So, Leute, da hat er mal den Flammenwerferpanzer gesehen. Verheerend gegen Minikin. Schau ich den an. So, und zack. Ein mobiler Flammenturm sozusagen. Ziemlich geile Einheit. Werde ich auch benutzen. Zusammen mit Artillerie natürlich und Gummipanzer. Genau, Leute. Da werde ich mir einen kleinen Mix von Einheiten machen. Und ich würde sagen, ich brauche noch eine Werkstatt, oder? Wartet mal. Ja, am besten noch ein Kraftwerk vorher. Ach du Heilige. Ach, das Schiff. Ja, ja, das Schiff, das geht gleich kaputt. Seht ihr? Genau dafür habe ich die Türme da stehen. Für das blöde Schiff da. Und dann würde ich sagen, baue ich noch eine Werkstatt. 1200, ey, meine Frösche. Oh, geiler Soundtrack. So, liebe Leute. Dann haben wir jetzt hier kein Tiberium mehr hier unten. Zack, zack, zack. So, macht den Arsch. Und der geht kaputt. Sehr schön, Leute. Der Kreuzer ist weg. Der GDI-Kreuzer ist weg. So, dann würde ich sagen, müssen wir mal hier oben hin. Gut. Würde ich als nächstes erstmal den hier reparieren. So. Aber hier oben noch Kohle. Gut, Leute, dann würde ich sagen, brauche ich danach einen Nordmod, um mal die Karte zu erkunden.
Genau. Jawohl, Leute, so ist das gut. Und ja, wie gesagt, da freue ich mich mal, dass ihr hier dabei seid. Montag vor Weihnachten. Tatsächlich. Und ja, schauen wir mal, wie das hier weitergeht. So, dann reparier den halt. Gib mir ein Motorrad los. So, Leute, dann haben wir schön schnell hier. Schön schnell hier die Karte aufdecken. Ich möchte mich hier auch nochmal einmal kurz bei euch bedanken. Oh, schau mal da. Da ist noch ein Dings, ey. Ein Wüstenjäger. Was zu. Ach, der Kackluftangriff da. Ja, komm. Das Blöde bei dem Luftangriff ist halt, man kann den auch. Man kann den nicht verhindern, selbst wenn man einen Flachs baut. Das ist die Kacke hier. Und, ja, was wollte ich sagen? Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr das so wohlwollend aufgenommen habt. mit dem Fail in der letzten Folge da. Dass ich da keine Stimme drin hatte. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. gut. Och, jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Oh nein. Scheiße. Oh, was kommt denn da oben? Sowieso generell gerade ein bisschen verbuggt, kann das sein? Moment, ich speichere das Ding einfacher. Mission 9. Und sowieso generell gerade ein bisschen verbuggt, aber gut. Da kommen zwei Mannequin. Dann nehme ich mir einfach hier die Flammenpanzer. Da kommen zwei Mannequin, von wegen. Da kommen zwei Dutzend Mannequin. So, da brauche ich mal Artillerie. 450, die ist schön billig, Leute. Was zur. Okay, dann überfahr die einfach. So, so, Leute. Flammenwerferpanzer, los. Zeig mal, was ihr könnt hier. Geile, geile Einheit. Richtig geile Einheit, der Flammenwerferpanzer. Ich liebe das. Oh, da haben wir unsere Artillerien. Oh, und dann kommen jetzt noch zwei Gummipanzer dazu. So können wir uns dann quasi Schritt für Schritt hier aufbauen. Und ja, dann werde ich mit dem Motorrad hier ein bisschen rumcruisen. So, Leute, dann haben wir nämlich hier hinten auch noch Geld, ne? Das könnte ich mir eigentlich klauen, ja? Könnte ich mir eigentlich klauen. So. Ach, der Mechanical Man. Ah, da kennen wir doch. Typischer Command & Conquer Tiberium-Konflikt-Soundtrack. Der Mechanical Man. So, warte mal, ich brauche noch eine Raffinerie. Kostet 2600 mehr als der Sammler. Aber man hat halt eine zweite Anlaufstelle, ne? Deshalb, jo. So, Motorrad, dann fahren wir da rein einfach los. Du bist ja schnell genug. Die treffen dich ja gar nicht. Die machen auch gar. Ah, doch, die machen schon was. So, okay, perfekt, Leute. Dann können wir noch ein bisschen hier die Karte erkunden. Hier war ich ja beim letzten Mal schon, ne? Hier war ich beim letzten Mal schon und wollte hier oben in diese Basis rein. Das war ein bisschen blöd von mir. Da sitzt jetzt natürlich die Hubschrauber und alles. Na komm. Boah, Raketentürme. Ach du Heilige. Scheiße. Ja gut, egal. Auf jeden Fall sehen wir jetzt alles, was wir brauchen. Und warte doch, was machst du denn da? Gut, eine Sache, einer von der Flying Jack meinte, der Sammler, der sieht so aus. Das ist kein Bug. Okay. Finde ich interessant, dass das kein Bug sein soll. Ich glaub dir einfach mal, Flying Dragon. Du kennst dich besser aus mit Command & Conquer als ich, glaube ich. Also von daher. So, dann brauchen wir hier nochmal jeweils drei Stück. Wo ist es hin? Geiler Soundtrack. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir uns mal auf. Und dann haben wir haben allerdings keine Einheit, die Luftangriffe irgendwie verteidigen könnte. Ja. Och, dieser Penner mit seinem Luftangriff, ne? Gut.
Verstärkungen sind alle. Moment, dann. Stopp, stopp. Gut. Dann brauche ich noch einen Flammenwerferpanzer und drei Artillerie. Ja, dieser Penner mit seinem Luftangriff, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, liebe Leute, dann. Hat er einfach eiskalt auf meinen Angriffstrupp. Ich geh doch da oben hin. Na, dann halt nicht. Missachte einfach meinen Befehl. Ist auch gut, ey. Naja, gut. So. Kommt die nächste Artillerie. Ich probiere das nochmal, Leute. Bau mal einen Schützen gleich. Ich probiere das gleich einfach nochmal. So, Sammler, du. Guck mal bitte hier unten hin. Dann kralle ich mir die Kohle von da. So, Leute. Das Mannequin stelle ich einfach mal. Oh, da kommt er schon wieder. Stelle ich einfach mal hier hin, mal gucken, ob das was bringt. Und ja, liebe Leute, dann stell da einfach den Flammenwerfer hin. Der baut noch eine Artillerie. Ist auch okay. So, Flammenwerfer. Da kommen noch mehr, ne? Ja, das ist egal, kommt. Der Flammenwerfer, der schafft die Mannequin da. So, Flammenwerfer. Und zack. Und weg damit. So eine geile Einheit, Leute. Wirklich. Ui, ui, ja gut, dann. So, das war's schon mit dem Mannequin. Und zack. So schnell kann's gehen, Leute. So schnell kann das gehen. So, gut, dann. 2, 2, 2. So, ich werde einen schönen Einheitenmix hier machen. Und seht, schaut euch das an, das Arsenal. Artillerie und Gummipanzer. Also tatsächlich. Wie die Alliierten. Das ist einfach so. Und genau deshalb spiele ich erst mit dem Not. Genau, weil das Arsenal einfach kacke ist. Klar, die haben ein paar interessante Einheiten hier. Klar, auf jeden Fall der Flammenwerfer, aber das Arsenal der TDI, schaut euch das an, ist einfach viel geiler. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir das gleich mal an. Wir müssen ja nur hier alles platt machen, oder? Ja, wir müssen nur alles platt machen. Okay, Leute. Dann machen wir das mal. Das einzig Doofe ist halt, dass die Nord, die haben keine Lufteinheiten. Das ist das einzig Doofe hier, Leute. Aber gut. Aber gut, Leute. Jo. Artillerien. Oh, es wird schon voll. Es wird schon voll, Leute. So. Boah, der die Mucke, Leute. Ja, ich glaube, dann können wir gleich schon losgehen, oder? Geldmittel unzureichend. Ja, kommt. Wobei die Flammenwerfer, die neigen dazu, sich selber in die Luft zu jagen. Aber gut, Leute, wisst ihr was? Bevor wir jetzt hier Zeit verlieren, speichere ich das Ding noch vorher. So. Und dann gehen wir mal los hier mit dem Trupp. Das könnte schon ausreichen, weil der GDI-Typ, der hat wirklich nur hier diese Verteidigung. Das war's. Und deshalb würde ich sagen, jo, machen wir das mal hier. So. So, schaut euch gleich mal die Artillerie an. So, schaut euch die Artillerie an, ey. Hat da schon wieder einen Luftangriff hier gemacht, ne? Die haben den Bug entfernt. Die haben den Bug entfernt, dass das Mannequin immer anvisiert wird. Ja, blöd. Blöd, aber gut. Ey, geht ihr mal da hoch? Die haben den Bug entfernt. Ja, das ist natürlich auch witzig. Gut, ach. Ausgerechnet jetzt, ey. Ja gut, komm, dann brauch halt einen Flammenwerferpanzer. gut, dann. So, drauf da. Los. So, ja, kommt. Ist doch scheißegal hier. Da kommt jetzt ein Flammenwerferpanzer raus und der schießt direkt da drauf da. Alle weg. So.
Ach du Heilige, Sammler fahrt immer platt. Einfach drüber fahren. So. Knochenbrecher-Move. So, Leute, dann kann der ja auch schon mal hier hinten, ne? So, dann brauche ich aber noch Silos. Wartet mal, ich brauche noch zwei Silos. Okay. Ich kann er haben. So, zack. Und dann würde ich mal sagen, mach mal die Sachen da oben platt. So. Und dann diesen Jeep da. So, Leute, dann gehen wir das mal an hier. Machen wir den mal platt. So. Ja, die Raketenpanzer, die Raketentürme sind schon verheerend, wie ihr seht. So, zack, und hier. Und hier drauf, los. Los, drauf da. Mach die platt hier, los. Die blöden Raketendinger. So, jetzt hier auf den Sammler da. Zack, 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 zack. Boah. Einfach drüber. Einfach drüber rollen. So, Leute. Gut. Dann hier unten. Ah, der Penner, der baut sich wieder auf. Ne? Baut mal Einheiten nach hier. So. So. Dann. Und zack. So. Liebe Leute. Er hat sich einen neuen Sammler gebaut, der Penner. Ah, das hat nicht gereicht. Das hat tatsächlich nicht gereicht. Was soll das denn, ey? Ach, verdammt. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Aber gut. Nicht schlimm, Leute. Beim nächsten Angriff ist der platt. Der Sack, der baut sich wieder auf, ne? Das ist. Der Sack, der baut sich wieder auf. Aber gut, Leute. Nicht schlimm. In dieser Folge schaffen wir die Mission noch. So. Würde ich sagen, machen wir das gleich mal. Oh, Sammlerstau, ja, das ist natürlich auch Kacke. Gut. Dann gehe ich gleich nochmal mit ein bisschen. Ah, seht ihr das? Scheiße. Die sind schon echt übel, die Türme, ey. Die sind echt heftig, muss ich sagen. Gut. 3, 3, 3. So. Die Gummipanzer sind hier am teuersten, oder? Ne, der Flammenpanzer ist am teuersten. Okay. So. Was machst du denn da? Fahr doch mal nach Hause, Mensch. Was versuchst du da? Zum Glück habe ich das rechtzeitig gesehen, ey. Mann, Mann, Mann. Der Sammler wieder, ey. Nein. Aha. Darf ich schon wieder nachbauen? Und alle reparieren fahren. Oh. Gott, Leute. Ihr nervt. So. Und wieder natürlich die drei Artillerien weg, ne? Ganz klar. Fahr doch hier rein, Mann. Du sollst hier rein. So. Und dann würde ich da mal sagen, jo. So. Meine Güte, ey. Du nervst mit deinem Kack-Luftangriff. Verstärkungen sind eingetroffen. So. Konstruktion fertig. Dann. Verstärkungen sind eingetroffen. 111 kommt. Das muss reichen. So. Boah. Gestoppt. So, dann. Okay. Auf ein neues. Leute, auf ein neues. So. Ja, das dauert jetzt eine Weile, bis ich da wieder Geld kriege. Das dauert jetzt eine Weile. Na gut. Aber ihr seht, dass die Währung wächst hier schnell nach. Ach. Der baut sich wieder auf, der Sack. Es hat auch noch einen Turm hier unten stehen. Ach, verdammte. Verdammte. Okay, ich brauche einfach mehr Einheiten. Gut. Kann ich die Spielgeschwindigkeit nicht hochsetzen? Ne, es geht irgendwie nicht. Schade. Alter, gut. Gut, dann. Ich muss den einen Sammler mal reparieren, ne? Guck mal, wie langsam der ist. Naja, wobei, das ist eigentlich.
eigentlich ist das in Ordnung so. Gut, bring mal die Kohle rein hier. Das kann nicht so lange dauern. So. Weitere Einheiten. Verstärkungen sind eingetroffen. Zack, zack, zack. So. Kommt da wieder mit ein paar Minikern an. Da kann ich euch ja mal die Artillerien zeigen. So. Die sind auch sehr langsam hier, die Artillerien. So, schaut euch die an. Batz, batz. Verheerend gegen Minikern auch. Und ja. Leute, dann würde ich sagen, gehen wir das nochmal an hier. Wenn die beiden fertig sind, dann, ja, versuchen wir das nochmal gegen die Verteidigungstürme da. Verdammte Kacke. Ist schon heftig, muss ich sagen. Ja, schon heftig, die Verteidigung. Aber gut, das meiste sind da. Der hat keine Panzer mehr. Der hat halt nur die Orcas da. Die Helikopter. Ja, die sind nervig. Die sind wirklich nervig. Aber gut. So. Weiß ich. Oh, der wird noch nicht mal fertig. Verdammte Hacke. Auch noch ein Gummipanzer kommt. So. Dann wird jetzt mit dieser Geldlieferung hoffentlich meine Armee fertig. So, genau. Und dann geht's los gleich. Angreifen hier. So. Oh, ich kann sogar noch eine, oder? Nee, nee. Ja, kommt. Dann. Komm her, Flieger. So. So, dann. Fahrt hier hoch. So. So, so los, Leute. Bewegt euch mal dahin. Ach, ihr seid doch blöd. Ey, fahrt doch einfach direkt dahin. Die sind wieder so strohdoof, die Einheiten, ey. Mensch. Ach ja. Oh. Natürlich. Immer dann, wenn ich angreifen will. Aber gut, der hat, glaube ich, mir jetzt nicht so viele Einheiten weggenommen mit dem Kack. So, jetzt geht der Sammler nämlich hier sammeln, weil er hier nichts mehr hat. Was zur... Was machst du denn? Der arme Baum. Anti-Umwelt, ey, wirklich. Da habe ich jetzt... Deswegen habe ich jetzt eine Artillerie verloren. Toll, tolle Wurst, wirklich, ey. Gut. Wie gesagt, dann kann ich jetzt gleich schön seinen Sammler platt machen. Und... Ja. Ich habe noch zwei Artillerien übrig. Ach, der Feigling, der geht erstmal noch hier unten das absammeln, ne? Auch ein geiler Soundtrack. So, der kommt ja jetzt gleich hier hin. Ja, der Sammler, der sollte gleich hier hinkommen. Jetzt lass doch mal die Bäume in Ruhe. Die armen Bäume. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Und zack, weg mit dem Scheiß. Los. Und zieht schön die Minikin raus. Ja, ich habe genug Anti-Minikin hier. Schaut euch das an. Hier die Minikin hier einfach so sterben gehen, wie die fliegen, ey. Und dann hier, zack. So. Und schneller und schneller und direkt auf die Raketenscheiße. Los. Direkt auf die Raketenscheiße. So, alles klar, der Sammler, der muss auch weg, der muss direkt weg. Der muss direkt weg und überfahrt die ganze Kacke einfach. Einfach überfahren. Jo, und die Raketen. Die Mannequin-Fabrik. Wegmachen. So, und die Waffenfabrik. Wegmachen. So. Oh, haben sie es schon wieder verteidigt? So, und den Orca wegmachen. Ganz genau, Leute. So, meine Güte, ey. Das kann ja nicht wahr sein. So, auf den Orca. Sehr schön. So, aber wisst ihr was? Dann überfahrt die einfach mal. So. Ja, dann habe ich noch zwei Panzer übrig hier. Ja, kommt. Bau noch ein paar Flammenwerferpanzer. So. Jetzt haben wir ja nur noch Gebäude hier.
Jo, dann haben wir eigentlich jetzt die Folge erreicht, aber... Ja, die Mission, die mache ich jetzt noch. Die Mission, die mache ich jetzt noch, Leute. Kann ja nicht sein, dass sich die Mission über drei Folgen hinzieht. Hat der Sack tatsächlich noch Geld, ne? Das macht doch mal diesen Bauhof platt. Der Sack, der hat echt doch Kohle. Das gibt's doch nicht. Verstärkungen sind eingetroffen. Ich wollte schon sagen, hä, warum baut der nicht? Und... Ach, nein! Okay, und direkt die Manneken weg. Mach die scheiß Manneken weg. Natürlich baut er jetzt wie verrückt Manneken, ey. Ist klar! Das ist so ein Penner, ey. Hat er sich echt nochmal verteidigt. Ja, gut. Dann... Flammenwerferpanzer kommt. Die Raketentürme sind zumindest weg. Sehr gut, Leute. Die Raketentürme sind weg. Der kann auch nichts mehr machen. Der könnte jetzt noch Panzer bauen, ja, aber... Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass das so kommt. Könnt ihr... Ja. Ja. Komm. Fucking Luftangriff, ey. So, ey, was macht ihr denn da? Wie lange wollt ihr das noch hinziehen, ne? So. Oh, ich habe hier sogar noch einen hier. Noch einen Manneken. Ja, toll. Nur wo ist der Sammler von dem? Ach, der kriegt natürlich gerade Geld, ne? Ist klar. Och, Leute. Was zur... Wie blöd muss man eigentlich sein? So. Wie dumm muss man sein? So, jetzt. Weg damit. Und tschüss, ihr Manneken. So. Und ihr seht, die Flammenwerfer, die machen ordentlich Schaden gegen den Sammler. Tatsächlich. So. Aber jetzt hier unsere 5 Flammenwerferpanzer gegen diese ganzen Manneken. Und zack. Perfekt. Nur bei denen müssen wir ein bisschen aufpassen. Die beschädigen andere. Also andere verbündete Einheiten hier. Was zur? Der hat Raketenpanzer. Schaut euch das an, Leute. Der hat Raketenpanzer da. Nicht schlecht, Leute. Gut. Dann einfach auf die Manneken. So. Verdammt. So, und putz. Und die Scheiße wegmachen jetzt hier. So. Gut, dann hat er nichts mehr. Schau ich das an, wie schnell die Gebäude hier kaputt gehen. Mit dem Flammenwerferpanzer. Schau ich das an. Und zack. So. Dann haben wir es gleich geschafft, Leute. Und zack. Und das war's. Wird die zufolge halt 30 Minuten. Ist ja auch noch okay. So. Flammenwerferpanzer. Und hier zack. Genau. Und dann hier zack. Sehr schön, Leute. Oh, sehr, sehr gut. Und hier Butz und hier. Mach den weg. Butz und hier Butz. Butz und jetzt hier inklusive Sammler. So, dann Butz und hier Butz und weiter Butz. Sehr schön. Jetzt ist hier nur noch dieser blöde Turm da unten. So. Ja, das haben wir geschafft, Leute. Und ja, habe ich euch das hier nach wie vor gefällt. Und ja, wenn ja, dann lasst mal ein Like oder Abo da. Würde ich mich freuen. So. Und zack. Das war's. Und das war's, Leute. Sehr schön. War am Ende nochmal nervig, aber hingekriegt. Ja, abschließend keine Gnade. So, also wir hatten ordentlich Kohle, haben einiges an DDI-Einheiten platt gemacht und, jo, dann würde ich mal sagen, gucken wir nochmal den Fortschritt. Wir sind echt nicht mehr weit entfernt, ne? So, Ägypten ist wieder uns. Ah, links oder rechts? Ja gut, da muss ich jetzt gucken beim nächsten Mal. Aber gut, Leute, Bonusgalerie nochmal kurz. Noch eine Videoszene.
Mit Kane höchstpersönlich. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, lasst die Glocke läuten und ja, dann würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.